Moin Moin, willkommen zurück zu Lost in Random und zurück bei mir. Also, wir befinden uns jetzt hier kurz vor dem Riesenschloss da der Königin. Hier sind schon einige Gegner, die sollen wir wahrscheinlich gleich alle besiegen. Können wir die unten auch schon abschießen? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Gut, wir gehen jetzt mal runter, gucken, was da passiert. Was mich gerade so ein bisschen verunsichert ist, ob ich meine Karten mal aktualisieren sollte. Aber ich habe geguckt gerade mal und ich finde, ich laufe mit meinem Kartensystem eigentlich gerade relativ gut auf. Also, ich kann ganz gut mit denen kämpfen, die Karten, die ich habe. Gibt natürlich viel, viel andere Karten, aber warum soll ich sie nutzen, ist die Frage, ne? Warum soll ich sie nutzen? Wenn ich auch mit denen zurechtkomme, ne? Genau. Ja. So. Was ist denn das mit diesem... Ich will ganz kurz gucken, was es mit diesen Märchenbüchern auf sich hat. Da, 2, 3 Märchenseiten, okay. Das ist ein Märchenbuch. Kann ich mir die so ein bisschen angucken hier? Okay. Märchen lesen kann ich auch. Ah, okay. Ah, nee, machen wir jetzt nicht. Aber gut zu wissen, dass man das nochmal machen kann. Kann man sich nochmal anschauen. So. Die Musik ist auch so ein bisschen weg, so ein bisschen bedrohlich hier. Finde ich. Huch. Was ist das denn? Witzig. Wenn genau davor steht, trifft sie nicht. Okay, wir können sie einfach reinschleichen. Ich glaube, was passiert jetzt mit Schleichen? Nichts mit Schleichen. Oh. Steht durch die Wand hier durch. Kommt bestimmt mal in der Schatten der Königin, kommt hier bestimmt auch nochmal. Aber, Moment. Die kann ich ganz gut immer gebrauchen. Ja, den auch. Gut. Einfach ein paar Dinge zusammen rein. Und jetzt. So, jetzt sieht es doch gut aus für uns. Pass auf. Wir nehmen das Blinzeln auf jeden Fall. Und wir müssen, glaube ich, die Lanze nehmen. So, können wir weiter wappen? Wir müssen leben jetzt erstmal. So, was gibt's jetzt noch hier? Das ist unser Mega-Hammer-Typ. Und mit dem Hammer kann ich auch dienen. Und wir wollen auch ein bisschen vergiften, ne? So, die behalten wir noch die Waffen. Ja, das Ding. So, pass mal auf. Du bist jetzt mal vergiftet, also kleiner Hayopai.
alle ganz gut flott hier, oder? So, das war's doch gerade. Easy peasy war das. Da habe ich nicht mal bei der Wimper gezuckt hier, um die kalt zu machen, oder? Ziemlich gut. Gut. Ich glaube, wir müssen hier durch. Bin ja von da oben runtergesprungen. Nee, von wo sind wir denn gekommen? Ich weiß nicht mehr. Sind wir von hier gekommen? Seymour! Nee. Ist das du? Das ist Seymour. Das ist Seymour, meine ich. Seymour? Oh, was ist mit ihm passiert? Seymour! Is he? You're alive! Oh, is that you even? I was just resting my eyes. Seymour, your eyes! They didn't even make it about a number. They just took all three. I'm gonna get you out of here. No, even, you can't. There's too many. You'll never be able to... Ach. Wie kann ich laufen? Das ist das Problem. Oh. So. Ah. Ich habe jetzt gleich einen Hammer hier. Der Hammer haut ganz gut rein. So, und die schleichen wir uns von hinten ran. Da wird ein bisschen gehämmert hier. Und zwar hiermit. Oh nein, das ist der Blöde, ne? Okay. Einmal holen. Nein, der Falsche. Ah. Kurz würfeln. Leben jetzt. Ja. Jetzt den kriegen wir erwischt von da. Okay, jetzt haben wir das alles. Und wie beim Bogen. Die Lanze noch mit hier. Den Typen da oben mal kalt machen.
So. Diese Steine, die helfen, so willst du, kann das sein? Die kann ich nicht kaputt machen, ne? Nee, schade. Man merkt so, dass sie ihn das wirklich unterstützen hier. Dass sie nicht so schnell drauf gehen, aber egal. Oh. Na, helfen wir. Alter. So. Wo kann ich mir denn am besten kalt machen? Eigentlich mit. Warte mal. Ich nehme jetzt alles hier, was hier ist. Ein bisschen Leben brauchen wir auch. Blödes Viech, ey. Okay, das macht keinen Sinn. Mann. Even tougher than I knew, even. Was ist mit dir passiert? Nanny Fortuna happened to me, I'm afraid. She caught me in Forberg, captured me, tried to get me to talk about you, but I didn't tell them anything, even. Told them my name was Seymour, not Talkmore. That's when she started taking my eyes. But what about you, even? I thought you were going home. What made you change your mind? Mir ist klar geworden. Realized what? Das Ort meiner Schwester ist und mich braucht, egal ob sie gut oder böse ist. You've got a good heart, even. The Queen, she's more powerful than you think. And from what I've overheard, your sister is changed. She won't be what you expect. Oh, I'm sorry, even. About all of this, we adults messed up the world and somehow it's been left to you to fix. A child sent to face off against the most twisted and dangerous being and random, and it's not right. I'm sorry I can't stop you, even. And I'm sorry I can't help. Es gibt immer noch Hoffnung, Sigma. There is. Whatever's happened to your sister, I don't think it's gone all the way yet. Just be careful. There's nothing I can do to help you now, especially given my current condition. Der Typ, der Visionär genannt wird, hat mir diesen magischen Augapfel gegeben. Oh. 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 Thank you. Now, all we have to do is survive Nanny and the Queen and her minions, and we'll fix everything. Let's go. Hey, whoa. Seymour, you're in no condition to fight. You need to rest. I can't let you do it alone. I'm not alone. Seymour, when this is all over, there will always be a place for you in One Town. I'd like that even.
Okay. Noch mehr Leute befreien müssen unterwegs. Kann natürlich gut sein. Entweder gut. Nur Würfel schneiden. Okay. Die haben wir schon. Geht's hier weiter? Ich glaube schon, ne? Oh, hier wachsen die Steine so ein bisschen. I'm supposed to find someone here. I don't know, Dicey. Oh, wir kommen, glaube ich, gerade so durch und dann ist es sonst so. Freedom rules. Halt. Was ist hier? I did what I did for the rebellion. I regret none of it. Welche Rebellion? Wer bist du? The glorious rebellion of Four Town against the Queen in the No Dice War, of course. True, I was captured, but you cannot kill an idea. Vorburg will be victorious. Villainy can never triumph. Vierstadt, da war ich schon. My beloved motherland, tell me, how fares Four Town? Do the valiant and true still call it home? Do the birds sing songs of its glory? What news have you? Tell me, what became of Four Town? Die Stadt, die du kanntest, gibt's nicht mehr. Tut mir leid. Es ist alles gut. Vierstadt steht noch und wurde definitiv nicht zerstört. I knew it! Ha! The Queen can imprison our bodies, but she can never imprison our minds. Thank you, stranger. You've given me strength to go on and on and on until freedom reigns. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, ab und zu mal zu lügen. Oh, she was almost there. Almost there. Und noch jemand mit mir reden kann. Hail, kind soul, and well met. I'm a lost traveler from a distant land. But not my spirit. Ah, Cedric would know this was not what. This isn't what happens next, you know. Wer bist du? You are in the presence of the narrator of the Queen herself. Da hat sie ihn eingesperrt. Show some respect, child. Die Königin hat ihren eigenen Erzähler einsperren lassen? The Queen desires control. More than that, she desires not to be controlled. She reached a point where she thought I was controlling her. Tun es Erzähler nicht auch? It would seem you're even more foolish than you look. We're narrators, child, not dictators. Ours is only to describe what happens. Stories take us places, all of us, even narrators. And my place, it would seem, is in prison, where I can narrate only myself. Erzähl mir alles über die Königin. I could narrate volumes to you, child. But, like I said, that is not what happens next. Suffice it to say that when she was younger, the Queen, then just a princess. She was happy. We were happy. There was such promise in her. A spark ineffable. Was ist dann passiert? Tragedy. Something unexpected. She tried to stop it, but it is a tale long forgotten and best left that way. Du scheinst kein sehr netter Erzähler zu sein. A narrator, we grow to reflect our subjects. I presume I was a nice narrator once, and she was a beautiful princess, inside and out. And then, well, you can narrate the rest of it yourself. Hmm. This was not what was supposed to happen. Hier ist auch noch eine Kippe. Da ist noch einer drin. Nee. Oh, da kann ich fast reingehen. One thing was certain. The story had taken a very dark turn. Was ist hier drin? The Queen, in her wisdom, was right to put me in here. Oh, erst einmal. Ja. As days bled into months, and then into years, no one could say what would happen now. Even's narrator was so close, she just had to keep looking. Some part of Even knew her narrator was close. It was a feeling that went beyond words.
Okay, wo kann denn mein Erzähler sein? Wollt ihr mich verarschen? Hört diese scheiß Schale da. So. You can imprison my body, but not my spirit. Ja, schon. One thing okay, was das erzählt die Königin aber auch schon. The story had taken a very dark turn. Gehen wir mal hier längs. As days bled into months, and then into years, no one could say what would happen now. Even and her narrator were almost reunited. She was so close. She was so dramatically close. Na? Hello, oder Schattenmann. Do you remember this me? Was not what was supposed to happen. Remember you? Nö, ich verschwende keine Erinnerung an nutzlose Schatten. Now, now, even. We both know that's not true. You're probably wondering why I'm here and not out there, picking my teeth with the bones of the disobedient. I suppose it makes no difference to tell you. The Queen hired me all those years ago to kill that meddlesome King of Freedom and to start their war. Warum hast du das getan? Oh, I was paid, but I would have done it for free. The Queen wanted to ensure his children would tear each other apart in the years and decades to come. And they did. I gave the Queen her endless war. I did brilliant work. But she played even me, you see. She promised me the people would fear the Shadow Man beyond reason. But they didn't. My role was kept secret. And instead, they grew to fear war, their own deaths. And when I finally had enough, when I finally threatened to reveal the truth to everyone, well, here I am. Ich bemitleide dich. Du hast das nie zu etwas gebracht und das wärst du auch nie. No, no. You don't get to pity me. I'm terrifying. You're terrified of me. Say it! Say you're terrified! Bemitleidenswert. You don't pity me? In fact, no. I pity you. Do you hear me? I pity you! I pity you! Nobody pities me! Nobody! Nobody! Na gut. Wenn wir uns wiederfinden. Das ist unser Erzähler. Ah, there you are, my friend. Thank you for the rescue. Now, I can get back to my job of narrating. The narrator said, narratively. Weird. Yeah, it's you. There you are. Wait. You can hear me? Ja, das ist neu, aber irgendwie auch nicht. This is unprecedented. But that doesn't mean it's bad. Took the words right out of my mouth, little one. It was hard being alone. I felt like half a person, if that makes sense. Ich habe deine Abwesenheit gespürt. It would be strange if you didn't. I am your narrator, after all. Oh, but it is nice to know when one's work is appreciated. But you can hear me now, and we should make the most of that while we can. One never knows how long it will be until the old authorities reassert themselves. We've got a quest to finish, my friend,
and I stand ready to describe it, if you stand ready to live it. Kannst du mir und Dicey verraten, was als nächstes passiert? I'm afraid I can't even. I'm a storyteller, not an oracle. You and Dicey live your life. I describe it during moments chosen for dramatic effect. And together we'll make the best story we can, yeah? Das ergibt Sinn. Wonderful. Then onward even. Onward, Dicey. Now then, where were we? Ah yes, a girl, her dice, and her narrator were reunited at last. Behind them, the wreckage of all that had stood in their way. Ahead of them, the queen and her minions. Even squared her shoulders and strode forward toward her destiny. No, why thank you. Super lustig. Echt lustige Idee. Was ist hier los? You have to get me out of here. I'm a unicorn. Das letzte Einhorn. Ist klar. Der Schlosshof. Also kommt dichter ran. An die Burg. Mal hier hoch erstmal. This used to be a beautiful palace. A place of learning. Of magic. Of... Oh, yes, Dicey. It was also a place of dice. Ja, also wir können hier längs oder da längs gehen. Ich weiß nicht, was wir machen. Ich geh erstmal hier durch. Na, guck mal. Da kann man Dicey rein und ein paar Sachen rausholen. Gut. Es ist ein bisschen wehr hier alles. Ich weiß noch nicht genau, wo wir hin sollen, aber es wird schon alles Sinn ergeben. Da geht's längs. Okay. Halls that once echoed with the laughter of children were now still empty and desolate. Okay. So, wir haben genug Kohle, wir kaufen einfach den ganzen Kram, den wir hier noch wegkaufen können, so halbwegs. So. Oh, right. Except for Even and her amazing friend Dicey, who was a great, did you say? Okay, das ist unser Gespenst. And I quote, great and awesome to the max. Ich würde sagen, hier geht's den nächsten Kampf und dann kommen wir auch, glaube ich, schon Richtung Schloss, wie man sieht. Deswegen machen wir hier wieder eine kleine Pause und machen beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen und abonniert mich. Bis dann, tschüss.